Herzlich willkommen zurück zu Runaway 3, A Twist of Fate. Ja, wir sind unterwegs mit Gina. Wir sind in dieser Waldhütte angekommen. Wir haben in der letzten Episode Dramatisches gesehen bei Brian. Na, dass der eine Typ, dieser, wie hieß der, Gabo oder so, dass der geköpft wurde. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Und ja, jetzt sind wir wieder geswitcht zu Gina und haben auch noch erfahren, dass der eine... ja, dass eigentlich Brian im Grunde doch nicht so verurteilt werden sollte. Also, es ist alles hier so ein Mysterium. Ich habe keine Ahnung, ne? Und hier haben wir noch diesen Mordfall, den wir jetzt gerade untersuchen, wo es auch alles so unsicher ist. Ja, aber wir schauen uns das weiter an. Wir haben uns schon die Hütte hier angeschaut. Wir haben uns ein bisschen im Umkreis angeschaut. Und ich bin stehen geblieben, als ich gerade die Treppe hinaufgehen wollte, weil ich das letzte Mal keine Zeit mehr hatte, um weiter aufzunehmen. Machen wir das einmal eben kurz. So. Nein, Bennett hat gesagt, er kümmert sich um die obere Etage. Na toll. Na ja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, ihn zu fragen, wie es oben ausschaut. Ja, geht doch. Wollten Sie etwas, Gina? Was Chapman angeht. Machen wir einfach alles. Können Sie mir etwas über Chapmans Tod erzählen? Den Tag hatte er beim Angeln verbracht, aber wir wissen, dass er am Nachmittag hier gewesen ist, weil er um 18.15 Uhr angerufen wurde. Mhm. Weiß man, worum es in dem Anruf ging, den Chapman am Tag seines Todes erhalten hat? Das habe ich noch nicht herausfinden können. Aber ich weiß, dass er unterbrochen wurde. Tatsächlich war die Leitung mehrere Tage lang unterbrochen. Man hat sie während der Untersuchung des Falles repariert. Okay, wer hat denn den Fall untersucht? Da Sie es gerade erwähnen, wer hat den Fall untersucht? Der Bezirkssheriff begann die Untersuchung. Aber dann kamen das Militär und das FBI und schickten ihn nach Hause. Oh. Da meine Kontaktperson, die mir die Schlüssel gegeben hat, zum FBI gehört, weiß ich, dass die Untersuchung katastrophal gewesen ist. Streng genommen gab es sie kaum. Das hört sich ja schon so richtig dubios an, ne? Warum wurde denn so schlampig ermittelt? Kurzmeyers Tod und Brians Prozess hatten viel zu viel Wirbel gemacht. Da Chapmans Tod wie Selbstmord aussah, ein Schuss in die Schläfe, seine eigene Pistole in der Hand, keine Zeichen von Gewalt, rückten FBI und Militär an, nahmen ein paar Fingerabdrücke, machten hier und da Fotos, durchsuchten ein paar Kisten und schlossen den Fall ab. Okay. Was wissen Sie über Chapmans Leben? Eigentlich ziemlich wenig. Er wurde hier in Winquippin County geboren. Er liebte den Sport, war freundlich und sehr ruhig. Seine Frau starb vor einigen Jahren und von späteren Liebschaften ist nichts bekannt. Mhm. Warum ist Chapmans Waldhütte so sauber, wenn er schon vor 6 Monaten gestorben ist? Die Frau, die für Chapman sauber machte, kommt immer noch einmal in der Woche und putzt. Chapman bezahlte ihr 6 Monate im Voraus und sie sind noch nicht abgelaufen. Oh, wow. Das ist aber sehr nett von ihr. Lassen wir das Thema Chapman einen Moment auf sich beruhen. In Ordnung. Irgendeine andere Frage? Wobei ich gerade überlege, es ist doch eigentlich voll hirnrissig, weil dann hat sie ja ganz viele Beweise bestimmt auch einfach weggefegt. Einfach weggeputzt. Okay, unsere Ziele? Was unsere Ziele hier angeht... Was genau wollen wir hier tun? Wir sind in doppelter Mission hier. Einerseits müssen wir die Nachricht finden, die Chapman der Richterin geben wollte. Und andererseits müssen wir meine Theorie beweisen, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Okay. Haben Sie etwas von dem, was wir suchen, gefunden? Bedauerlicherweise nicht. Eines nur. Alles weist darauf hin, dass Chapman einen Laptop besaß. Der scheint aber nicht mehr hier zu sein. Haben das Militär oder das FBI ihn vielleicht mitgenommen? Vielleicht. Aber vielleicht auch der, der ihn umgebracht hat. Oder Chapman selbst hat ihn versteckt, nicht wahr? Gut gedacht, Gina. In der Tat, sehr gut gedacht. Dürfen wir uns hier aufhalten? Gute Frage. Haben wir irgendwelche Befugnisse? Eigentlich nicht, aber fast. Ich habe einen Freund beim FBI. Ich bat ihn um Hilfe und er schickte mir die Schlüssel der Waldhütte. Einige Fotos und ein paar Dokumente, die mit der Untersuchung zu tun haben. Das und meine Funktion als Gerichtspsychiater sollten ausreichen, damit man uns in Ruhe lässt. Noch was. Mhm. Was den Schuppen angeht. Sie haben die Schlüssel nicht zufällig, oder? Aber doch, warten Sie mal.
Ich werfe sie Ihnen das zu. Das ging ja einfach. Hier, fangen Sie. Dann wissen wir gleich, wo wir als nächstes hingehen. Oh, das war nicht so Na, schön. Na prima, genau da drunter gelandet. Wo sind Sie? Bestimmt in dem Loch. Oh nein, sag mir nicht, Sie... Und da passt nicht mal meine Hand durch. Na toll. Müssen wir gleich irgendwie uns was überlegen. Dr. Bennett? Ja? Die Schlüssel, die Sie mir zuwarfen, sind mir aus den Händen gerutscht. Unter die Küche und... Und? Ich vermute, für Sie ist das kein Problem. Oder irre ich mich? Problem? Aber nein, absolut keins. Ich kein wollte Problem. Sie nur informieren. Mhm. So was Ärgerliches. Ach so, ist das Gespräch vorbei? Nein, ich wollte noch andere Fragen stellen. Och Mensch, kann man das noch? Warte mal. Ich will mich nicht in Bennets Revier drängen. Wenn ich schon mit dem rede, mache ich es mir am besten auf dem Sofa gemütlich. Ach so, es geht also doch noch, oder nicht? Setz dich hin, unterhalte dich mit Bennett. Das ist eine tolle Ausrede, um ein bisschen faulenzen zu können. Ich will nur Was alles wollten besprechen. Sie? Unsere Schlüssel haben wir, was Gabo angeht. Was Gabo angeht. Warum ist Gabo nicht in Happydale? Das Schicksal bringt merkwürdige Verbindungen zustande, Gina. Lassen Sie mich erklären. In der Nacht von Brians Flucht habe ich bis spät in der Nacht in meinem Büro gearbeitet. Plötzlich... Miss Palmer, ist Anklopfen heutzutage nicht mehr in? Ich will die Aufnahme und den Bericht über Vasco. Was? Was? 3 Sekunden. 1. Ich gebe Ihnen gar nichts. 2. Oha. Und während Sie und Gabo auf der Flucht waren, konnte Miss Palmer Brians Aufnahmen und den Bericht stehlen, nicht wahr? Ich befürchte es. Zum Glück hatte ich schon eine Sicherheitskopie nach Hause zu meinem PC geschickt, dessen Passwort nur Richterin Whitley und ich kennen. Boah, heftig. Okay, Wie sind Sie und Gabo aus Happydale geflohen? Gabo und ich mussten uns die ganze Nacht in einem verlassenen Flügel der Anstalt verstecken. Er ist eine Art alte Leichenhalle. Und als es morgen wurde, stiegen wir in den Wäschereiwagen, wo man uns für Personal hielt. Okay. Was haben Sie und Gabo gemacht, nachdem Sie geflohen waren? Ich wollte zu mir nach Hause, um die Aufnahmen der Hypnosesitzungen zu holen. Aber ein verdächtiger Wagen bewachte den Eingang und wir trauten uns nicht. Haben Sie Gabo gesagt, er soll sich während Brians falschem Begräbnis bei mir melden? Ja. Ich dachte irrtümlich, dass Sie seinen Aufenthaltsort kennen würden. Währenddessen kam ich hierher und begann Chapmans Fall zu untersuchen. Mhm. Wo befindet sich unser smarter Irrer jetzt? Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Der wird jeden Moment zurückkommen. Mit dem Geld aus irgendwelchen Bingo-Spielen, ein paar blauen Flecken und einigen Filzläusen. Okay. Er ist hyperaktiv, wissen Sie? Wechseln wir das Thema. Wie Sie wünschen. Na gut, ich würde dann erstmal sagen... Ich will Sie nicht weiter stören. Ich werde weitersuchen. Wir kümmern uns erstmal um den Schlüssel. Würde Sinn machen, oder? So. Das wird natürlich schwierig. Ich bin mir sicher, dass die Schlüssel, die Bennett mir zugeworfen hat, da drunter gelandet sind. Hoffentlich sind da keine Ratten. Was ist das? Ach, ein Umschlag. Ja, ich dachte, ein Taschentuch. Sieht aus wie ein gefütterter Umschlag. Okay. Können wir irgendwas anwenden? Wir könnten theoretisch versuchen, damit das rauszuholen. Es passt zwar darunter, aber ich kann damit die Schlüssel nicht erwischen. Sie da rausholen und nah genug an mich heranziehen. Können wir denn den Umschlag Gute rausholen? Idee, Gina. Ja, okay. Na, schon mal etwas, ne? Lasst mich einmal kurz abchecken. Was ist das? Das ist merkwürdig. Er hat keinen Stempel drauf. Willst du da nicht reingucken? Der ist leer. Ach so. Okay, gut, ein leerer Umschlag? Okay. Warte mal, können wir nicht damit versuchen, den Schlüssel rauszuangeln? Warte mal. Interessante Idee, aber wo genau? Naja, es gibt hier ja nur ein Loch. Prima Idee. Ah, oh, perfekt, perfekt. Sehr schön. Wie ich gesagt habe, die Schlüssel da rauszuholen war absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Sehr schön. Dann laufen wir eben kurz auch raus.
Warte mal, können wir eigentlich das auch mit den Schlüsseln öffnen? Da sind ja mehrere dran, ne? Lass mal austesten. Ja, jetzt geht es problemlos. Sehr schön. Nice. Voll das Riesenschloss. So. Sieh mal an. Genauer gesagt sieht man überhaupt nichts. Na toll. Ich sehe gar nichts. Heißt das, das ist ein Hinweis, wir brauchen eine Taschenlampe oder so? Wahrscheinlich, ne? Ich habe nichts in der Art. Können wir mit dem Handy leuchten? Und was würde ich erreichen, wenn ich es dorthin werfe? Nee, nicht werfen, leuchten. Aber gut. Schließe ich wieder. Vielleicht müssen wir ja gleich irgendwas machen. Gehen wir erstmal dann zum Schuppen und schauen, ob wir dort irgendwas Interessantes finden. Ja. Müssen wir so einmal probieren. Ja, bestimmt passt einer der Schlüssel ins Sicherheitsschloss. Oh, so viel Gerümpel. Ah, da ist der Hund, der Pippi-Hund, ne? Meine Güte, was für ein Durcheinander. Aus dem zweiten Teil. Stimmt ja. Bennett hat mir erklärt, dass das Militär und das FBI hier alles von oben bis unten durchsucht haben. Umso besser, das spart mir vielleicht Zeit. Ich meine den hier. Der Hund. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das sind diese Hunde, die so laufen und pinkeln. Gut, aber schauen wir uns erstmal alles an. Hat Chapman seine Wäsche selbst gewaschen? Sehr vorbildlich. Ich habe nichts zum Waschen. Sogar ein Trockner. Jetzt verstehe ich, warum es im Garten keine Wäscheleinen gibt. Voll der Luxus hier. Ich habe gar nichts zum Trocknen. Nicht mal meine Haare. Ich habe sie beim Duschen nicht gewaschen, sondern eine Plastikhaube benutzt. Okay. Das zum unnötigen Wissen? Die Leute, die diese Kisten durchsucht haben, müssen sehr gründlich gewesen sein. Wie ordentlich hier alles ist. Ich finde nichts besonders Interessantes, außer vielleicht dem Capote-Hündchen. Ah, hier. Dieses Capote-Hündchen. Ich habe gerade keine Lust zu spielen. Ja, das ist cool. Das sind die Kisten. Angelhaken, eine Drahtschere, ziemlicher Müll. Naja, wir schleppen doch schon eine Drahtschere und Angelhaken mit uns, oder? Da sind ein paar Sachen, die ich früher hätte brauchen können. Aber jetzt brauche ich anderes. Danke. Okay. Ein Foto. Wie es scheint, hat sich der Bezirkssheriff sehr gut mit Chapman verstanden. Süß. Nein, der Fisch ist zu groß und schleimig. Ja, aber er ist ja nicht echt. Na gut. Sieht dem ähnlich, den der Bösewicht in diesem Film trug. Wie hieß der nochmal? Ich weiß, dass ich ihn letzten Sommer gesehen habe, kann mich aber nicht an den Titel erinnern. Ich weiß nicht, was sie meint. Wisst ihr das? Abgemacht, wenn es regnet. Falls es regnen sollte. Ach so, sie nimmt den dann nur, wenn es regnet, oder was? Oh, hier sind auch... Oh, Seil. Schnorchel und Tensilien. Das scheint recht dick zu sein. Okay, ein Seil? Noch ein Hinweis, dass Chapman keinen Selbstmord begangen hat. Wenn man so ein tolles Seil hat, wer würde sich dann in den Kopf schießen? Bei dem Dreck, den das macht. Okay, aber sehr makaber. Aber klar, dass Männer sich nicht... Warte mal. Warum war auf dem Boden in der Waldhütte kein Blut? Oh, es wird immer komplizierter. Ja, weil doch die Putzfrau geputzt hat, oder nicht? Ich glaube, darin erlösen Angler ihre Opfer. Der riecht furchtbar. Ich passe. Okay. Davon können wir nichts mitnehmen. Wir haben einen Stiefel. Nur einer? Aber er hatte doch zwei Beine, oder? Wahrscheinlich. Nein, es fehlt einer. Ich würde etwas asymmetrisch aussehen. Asymmetrisch. Oh. Ein ganz normaler Neoprenanzug zum Tauchen. Das ist ein Herrenmodell. Eine Taucherbeule? Die ist ja riesengroß. Die hat ein doppeltes Visier. Eins aus normalem Glas und ein zweites, das, falls ich mich nicht irre, der Vergrößerung dient. Cool, mit Vergrößerungsglas. Das ist ein Schrank für Angelruten. Oder ich heiße nicht Gina Timmons. Ja, eigentlich heiße ich Georgina Was? Nicole. Georgina aber das Nicole? Das weiß nicht mal Brian. Die heißt Georgina Nicole. Na gut. Ja, ich schaue noch einmal ganz kurz. Haben wir alles? Ja, sieht danach aus.
Okay, wir haben zwei neue Gegenstände, ne? Hier eine Art Taucherbrille mit Vergrößerungsglas und ein Seil. Das Seil können wir bestimmt am Brunnen benutzen. Aber wir haben immer noch keine Taschenlampe. Können wir irgendwie das verbinden? Nee. Was da ist, kann man mit bloßem Auge sehr gut sehen. Hm. Ich glaube nicht, dass da außer Staub etwas ist, aber... Hey, das sind... Was? Spinnenhärchen. Spinnenhärchen? Nach so langer Zeit auf dem Boden ist das auch normal. Obwohl, das muss ja eine Riesenspinne gewesen sein. Apropos Riesenspinne, wir hatten doch im zweiten Teil diese Tarantula-Frau, ne? Ob das damit zu tun hat? Nein. Interessant, dass wir das damit überhaupt entdeckt haben. Was da ist, kann man mit bloßem Auge sehr gut sehen. Nein, da ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Auch nicht die Fliege irgendwie zu inspizieren? Hier steht etwas Handgeschriebenes. Hurricane. Könnte das Chapmans Boxername gewesen sein? Ist das wichtig? Was da ist, kann man mit bloßem Auge sehr gut sehen. Nein, das tue ich nicht. Nein. Okay. Na gut, also das mit dem Seil versuche ich erstmal nicht, weil ich davon ausgehe, dass wir das wahrscheinlich wirklich erst beim Brunnen brauchen, oder? Was sagt ihr dazu? Können wir nochmal mit Bennett sprechen? Und über unseren Fund reden? Was wollten Sie? Raten Sie mal, was ich in einem Umschlag gefunden habe, der an Chapman adressiert war. Da war aber nichts drin. Überraschen Sie mich. War vielleicht irgendein Dokument darin? Nein, kein Dokument. Schade. Aber da waren ein paar winzige Härchen. Sahen wie Spinnenhärchen aus. Ich bin auf dem Land groß geworden, da hatten wir öfter welche im Haar. Spinnenhaare. Ich wusste es. Aha. Was denn? Ich muss mit dem Sheriff sprechen. Dank des Umschlags kann ich ihm beweisen, dass Chapman sich nicht umgebracht hat. Suchen Sie weiter, wir haben sie fast. Na gut. Wie Sie wollen. Wie es scheint, bin ich die Auserwählte, um Chapmans Nachricht an die Richterin zu finden. Gina, Ärmel hoch und los. Ja, haben wir ihm den Umschlag jetzt mitgegeben? Ja, haben wir. Was ich denn mich frage ist, könnten wir denn jetzt auch nochmal nach oben? Jetzt, wo Bennett fort ist... Es wäre doch möglich, dass er etwas übersehen hat. Ja. Nicht, dass ich ihm misstraue. Aber Psychiater sind so zerstreut. Das sehe ich auch so. Warum vertrauen Sie mir nicht? Was? Weil Sie Psychiater sind. Und was hat das damit zu tun? Als mein Freund Chapman starb, war ich es, der ihn fand. Der das Militär und das FBI alarmierte. Ich habe ihnen gesagt, dass Chapman sich nie das Leben nehmen würde. Aber hörten Sie auf mich? Nein. Man hat mir den Fall entzogen. Sie sagten, sie kümmern sich darum. Und haben sie ermittelt? Nein. Sie haben Chapman wie Müll behandelt. Wie etwas Schmutziges, das man unter den Teppich kehrt. Eine Schande. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht das Geringste damit zu tun habe. Und vor zwei Tagen rief mich das FBI an. Es würde jemand kommen, um den Mord an Chapman aufzuklären. Und wird der Fall neu aufgerollt? Nein. Zurzeit ist es noch ein Geheimnis. Ich bin zuversichtlich und sage mir, jetzt beginnen Sie wirklich mit der Ermittlung. Ich sage mir, Sie werden den Namen meines Freundes reinwaschen und machen Sie es? Nein! Man schickt einen Psychiater, einen Arzt für Idioten! Ich verstehe nicht. Verstehe, Sie verstehen nicht. Sie sind hierher gekommen, um mir zu sagen, dass mein Freund sich das Leben genommen hat, weil er verrückt war. Nein, das stimmt nicht. Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Nein. Das war cool. Der gefällt mir. Okay. Nein, nicht. Was nicht? Falls Bennett irgendwas übersehen hat, ist es mir genauso gegangen. Ich habe nichts Interessantes gefunden. Wer weiß, vielleicht ist es besser, noch ein bisschen weiter zu suchen. Ja, denn ich habe noch nicht geschaut. Erwähne, wie mag es ihm beim Sheriff ergehen? Ich würde wirklich gern wissen, was dort im Moment vor sich geht. Mhm. Huch, was ist das? Büro des Sheriffs. Ach so, ich kann jetzt theoretisch switchen, ne, oder wie? Wahrscheinlich. Aber ich will mir erstmal alles hier anschauen, was es hier alles so gibt. Warte mal, ein Schrank. Der ist voll Bekleidung und Bettwäsche. Mhm. Nein, ich habe mich vorhin erst umgezogen. Hm. Ein Bett.
Es ist Ewigkeiten her, dass ich eins benutzt habe. Mhm. Bennett hatte recht. Auf dem Schreibtisch muss ein Laptop gelegen haben. Die Frage ist, wo befindet er sich jetzt? Aber auch schlau, ne? Laptop klauen, aber das Netzteil da lassen. Das ist doch voll der Hinweis, dass hier was gestohlen wurde. Es ist dasselbe Router-Modell, das wir zu Hause haben. Mhm. Ich meine, Bennett hat gesagt, die Verbindung sei an dem Tag, als Chapman starb, unterbrochen worden und erst später repariert. Hm. Okay, können wir denn was damit machen? Nicht nötig, der ist schon ans Netz angeschlossen. Und das Netzteil mitnehmen? An das Stromnetz? Er ist doch schon angeschlossen. Wenn, dann sollte ich den Stecker vielleicht an etwas auf dem Tisch anschließen. Am Tisch anschließen? Aber es ist doch alles angeschlossen. Was haben wir hier? Ein Football? Nicht, dass ich Expertin dafür bin, aber seine merkwürdige Form beweist, dass Football vor dem Rad erfunden wurde. Ich mag kein Football. Hm. Eine Trophäe? Da hängt etwas dran. Ah, das ist ein Medaillon. Oh. Oder wie nannte meine Oma sowas? Genau, ein Geheimnisbewahrer. Hübscher Name, nicht? Ja, definitiv. Was ist denn da drin? Oh, für meinen Knuffelbären. Von seinem pelzigen kleinen Eichhörnchen. Kein Kommentar. Oh, wie süß. Sie sind ja richtig sympathisch. Sie sind leer. Die werde ich wohl nicht brauchen. Ich schmücke mich doch nicht mit fremden Federn. Hm. Die Hochzeit der Chapmans. Sie sehen gut aus. Ja, die sind mega sympathisch. Große Hochzeiten gefallen mir nicht. Auch das Foto nicht. Okay. Die ist doch bestimmt nur neidisch. Okay.